Und Ihre Partei hat sich neben Spionen auch für China auch zum Sprachrohr von Putins und Lukaschenkos Propagandaapparat entwickelt. Wenn der Kreml anruft und um die Verbreitung pro-russischer Propaganda und Desinformation in Deutschland und Europa bittet, lieber Herr Bystron, dann wird herzhaft zugegriffen. Und jetzt wird auch ehrlicherweise allen klar und vielen auch sehr deutlich, warum Sie eigentlich gegen ein Bargeldverbot in Deutschland sind. Dann wäre nämlich Schluss mit diesen Hinterlassenschaften. Sie stellen ein Sicherheitsrisiko für unser Land dar, eine Bedrohung für unsere Demokratie, eine Gefahr für Frieden und Sicherheit. Die AfD scheint das eigene Wohl und Kontakte zu Diktatoren mehr im Blick zu haben als das Wohl der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Sie stehen trotz all dieser Vorwürfe treu zu ihren beiden Europakandidaten Max und Petre und machen sich damit mitverantwortlich. Getreu dem Motto, auch bei ihren geschichtsvergessenen Aussagen, die Wölfe im Schafpelz. Nicht so schlimm, nicht so gemeint, Missverständnis noch nie gehört. Aber sie handeln so und sie meinen es ganz genau so. Und es gibt eine Band aus Nordrhein-Westfalen, die Broilers aus Düsseldorf, die haben ein wunderbares Lied geschrieben. Das heißt Alice und Sarah, jeder sollte sich das mal anhören, um genau zu wissen, worum es geht. Herr Chrupalla, Frau Weidel, Sie tragen die Verantwortung für diese korrupten Machenschaften. Machen Sie endlich reinen Tisch, anstatt dies weiter zu decken. Die Menschen in unserem Land haben ein Anrecht darauf, die Wahrheit zu erfahren, denn sie wissen, das, was ans Licht gekommen ist, ist nur die Spitze des Eisbergs. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Während der Skandal um Petre Bystron noch nicht abgeebbt war, wo Herr Krah ja eigentlich auch im Fokus stand und seinen Kollegen noch kurz vors Rohr geschoben hat, kam schon das Nächste, das China-Gate des AfD-Spitzenkandidaten, so T-Online. Also Russia Today, China Tomorrow. Und egal wie korrupt, verbrecherisch Diktatoren und Despoten in diesem Land auch sind, die Bystrons und Krahs versprechen Einfluss und Infos. Und draußen läuft gerade der Wahlgang für das parlamentarische Kontrollgremium. Und das finde ich besonders spannend, weil sie ja mit Krokodilstränen seit Monaten beklagen, dass man ihnen diesen angeblich zustehenden Sitz vorenthalten würde. Das Schlimmste ist aber, jedermann muss befürchten, dass jedes Geheimnis aus diesem geheimtagenden Gremium exklusiv bei Putin und Xi Jinping auf dem Schreibtisch landet. Sie verraten und verkaufen das deutsche Volk. Und als ich gestern Abend nach Hause geradelt bin, bin ich an einem Plakat vorbeigefahren, schwarz-rot-gold unterlegt, unser Land zuerst. Ich sag Ihnen, hängen Sie es ab, Ihr Land, unser Land, kommt sicher nicht zuerst, hängen Sie es ab oder machen Sie wenigstens die chinesische Staatsfahne unten dran, da es wäre konsequent. Sie kommen mir immer bei der Migration als Rechtsstaatspartei, Sie sind keine Rechtsstaatspartei, man muss sagen, es geht eher in Richtung rechte Verratspartei. Ihr Laden, Herr Chrupalla, dient dem russischen Präsidenten. Das politische Vorbild Ihrer Partei ist die Kommunistische Partei in China. All das wird jeden Tag deutlicher und all das zeigt, die AfD ist eine Schande für dieses Haus und für unser ganzes Land, meine Damen und Herren. In einer solchen Korruptionsaffäre, Herr Chrupalla, kann man sich mit einer schönen alten deutschen Redewendung beschäftigen. Wes Brot ich fress, des Lied ich sing. Und wessen Lied singen Sie von der AfD? Hier in hunderten schwer erträglichen Reden in diesem Haus, auf Veranstaltungen, auf Querdenker-Demos und im Wahlkampf. Es ist das Lied der Diktaturen, meine Damen und Herren. Das singen Sie. Und man kann an Ihrem devoten Hofschranzentum gegenüber China und Russland sehr gut sehen, warum die massiven Korruptionsvorwürfe gegen Sie von der AfD ganz offensichtlich sehr viel Substanz haben. Sie verbreiten die hanebüchende, rassistische Verschwörungsideologie des großen Austausches und huldigen Russland als gelobtes Land. Sie machen genau das, was Putin von Ihnen will, meine Damen und Herren. Und diese völlig verqueren Argumentationsmuster zeigen, auf wessen Payroll Sie stehen, meine Damen und Herren. Sie offenbaren Ihre tiefe Sehnsucht nach autokratischen Strukturen eben auch in Deutschland. Sie sind schlicht demokratiefeindlich und infam. Der Skandalsumpf um Bystron und Krah sind kein Unfall, Herr Chrupalla. Beide sind nicht trotz, sondern wegen ihrer Diktaturnähe Spitzenkandidaten der AfD geworden. Das Einzige, was Sie machen können, meine Damen und Herren von der AfD, ist aufzurufen,
nicht AfD zu wählen. Und das wäre konsequent und das wäre gut für Deutschland und das wäre gut für Europa. Ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Und es gibt noch einen weiteren Grund, nämlich die Existenz einer rechtsextremen Partei, die in deutschen Parlamenten vertreten ist und die bereit ist, jede Erzählung aus China und aus Russland bereitwillig aufzugreifen und weiter zu verbreiten. Und deswegen muss man es ganz klar sagen, die AfD ist eine Schwachstelle der deutschen Demokratie, wenn es um unsere Verteidigung unserer liberalen Demokratie geht. Sie wirft sich bereitwillig Diktatoren und Autokraten an den Hals, von Moskau bis nach Peking. Sie nimmt Geld aus Russland und aus China an und sie belohnt korrupte und kriminelle Charaktere dann auch noch mit aussichtsreichen Listenplätzen. Weil es in der AfD zum guten Ton gehört, auf die Welle des Rechtsextremismus, auf die Welle der Anbiederung an autokratische Regime, immer noch einen draufzusetzen. Denn diejenigen, die in der AfD das Sagen haben, sind nicht Alice Weidel, sind nicht Tino Chrupalla, es sind Björn Höcke und Wladimir Putin. Der Vorwurf wiegt schwer, dass der Arm fremder Mächte bis in unsere Parlamente reicht, dass sie dabei politische Entscheidungsträger und deren Mitarbeiter in ihre Dienste nehmen, meine Damen und Herren. Es ist ein Unding, wenn sich Volksvertreter zu Putins oder Pekings Handlangern und zum Instrument ihrer Propagandamaschinerie machen. Und ich kann Ihnen sagen, das werden wir nicht zulassen, meine Damen und Herren. Sie wollen einen autoritären und diktatorischen Staat hier errichten. Und dafür, soweit man allen Erkenntnissen glauben kann, würden Sie sich auch finanzieren lassen, steuern lassen aus diesen diktatorischen und autoritären Staaten, zu denen Sie neigen. Und dafür ist Ihnen keine widerliche Propaganda, keine Demagogie, keine Manipulation und vor allem keine Wählertäuschung zu schade. Genau dieser Peter Büstron ist wohl weniger ein Verfolgter des Kommunismus, sondern lässt sich vom Kommunismus bezahlen, um diesen auch nach Deutschland seine Kraken ausfahren lassen zu können. Ich persönlich vermute, er hat wohl eher ein System aufgebaut, in dem er Infos an China gegen Geld aus China in jedenfalls diesem System sich finanzieren lässt. Wir denken an seine Luxusreisen, von denen wir wussten, dass er sie macht. Frohnmeier, AfD-Mann, stellt sich hierhin und sagt wortwörtlich, von China lernen heißt siegen lernen. Meint er damit die Massenüberwachung? Meint er damit die Verfolgung der Uiguren? Meint er damit etwa die Verfolgung der Leute in Tibet? Meint er damit den Völkerrechtsbruch in Hongkong, die Aggression gegen Taiwan? Oder meint er den massiven Wettbewerb des Welthandels? Das ist die Art und Weise, wie die FDP, wie die AfD auch dieses Land haben möchte. Nein, 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 ich kann hier einen Versprecher machen. Sie können sich nicht versprechen, ich entschuldige mich bei den Kolleginnen und Kollegen der Liberalen, das soll so nicht sein. Im Übrigen ist es derselbe Frohnmeier, über den auch es Berichte gibt des russischen Geheimdienstes, er sei komplett voll unter deren Kontrolle. Gleichzeitig, das sagt der Verfassungsschutz, es gäbe kein Land wie China, was so sehr in Deutschland Wirtschaft und Wissenschaftsspionage betreibt. Kriegen Sie eigentlich Geld, wenn Sie Betriebsbesuche machen? Nehmen Sie da eigentlich Informationen mit aus deutschen Unternehmen, die Sie weitergeben an die KP China? Das sind die Fragen, die sich zurzeit stellen. Und ich muss zugeben, im Raum, niemand erwartet von Ihnen Aufklärung, sondern von den Behörden. Sie labern nach, was der Kreml vorher gesagt hat. Sie sind Sprachrohr der Propaganda des Kremls. Bei einem Fall wissen wir es, dass Russland die Reise bezahlt hat. Ist es immer so? Zahlt eigentlich jedes Mal Russland die Reise, wenn sie auf die Krim fahren? Okay, und hat das Russland bezahlt auch was damit zu tun, dass sie dort sich hinstellen und auf der Krim erzählen, das sei russisch und damit einfach das Völkerrecht missachten? Sie haben zwei Delegationen nach Syrien geschickt und den blutigen Händen der Schergen von Assad die Hand geschüttelt. Über 500.000 Leute hat er umgebracht. Wer hat diese Reisen eigentlich bezahlt? Hat sie Assad bezahlt? Haben die Russen die eigentlich bezahlt? Oder vielleicht die andere Schutzmacht Assad, nämlich der Iran? Kriegen sie auch vom Iran Geld? Das sind alles Fragen, die zurzeit auf dem Tisch sind, die sie nicht imstande sind, auch nicht gewillt sind, zu antworten. Sie arbeiten nicht im Interesse Deutschlands. Die deutschen Interessen sind ihnen weit fern. Die Interessen Chinas und Russlands allerdings sind ihnen nah. Sie sind eine Gefahr für Wohlstand, für Sicherheit und Freiheit in Europa.
und in unserem Land. In den Ländern, denen Sie dienen, wären Sie der puren Willkür ausgesetzt. Gott sei Dank sind wir hier in einem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat mit starken demokratischen Institutionen und mit einer unabhängigen Justiz. Die AfD will die Demokratie abschaffen. Wir wollen das nicht. Punkt. Wer sich von anderen Staaten kaufen lässt, über seine Mitarbeiter oder womöglich sogar selbst sensible politische oder sogar geheime Informationen an andere Länder liefert, hat weder im Deutschen Bundestag noch im Europaparlament etwas verloren. Frau Weigel und Herr Chrupalla, wenn Sie hier im Plenum einmal alle Ihre Abgeordneten aufstehen lassen würden, die über ähnliche problematische Kontakte nach Russland, nach China und anderen autoritären Staaten verfügen, würde vermutlich kaum noch jemand sitzen. Wir setzen uns mit allen rechtsstaatlichen Mitteln dafür ein, dass die AfD nicht wieder gewählt wird. Unsere Demokratie, letzter Satz, mag vielleicht nicht perfekt sein. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten. Eine Diktatur à la AfD kann kein vernünftiger Mensch wollen. Herzlichen Dank. Denn die Autokraten dieser Welt, die suchen sich die besten Kontakte zu den Feinden unserer demokratischen Gesellschaft, auch in unserer Gesellschaft. Und das ist immer wieder die AfD. Und ein mutmaßlich mit Geld raschelnder Kollege vom rechten Rand dieses Hauses war ja eigentlich nur der beschämende Auftakt eines Bildes hinter den Kulissen dieser selbsternannten Patrioten, die so gerne Volksverräter rufen, aber anscheinend für Geld aus den dunkelsten Ecken ihr Land verraten, und zwar sofort und ohne Bitterwimper zu zucken. Die AfD-Kolleginnen und Kollegen, die hier in diesem Hause sitzen, sie sind keine Volksvertreter, sie scheinen käufliche Marionetten zu sein. Insbesondere, wenn Parteien, Fraktionsführungen seit Jahren von womöglichen Verbindungen von Dresden, Pirna nach Beijing, nach Peking gewusst und diese ignoriert haben. Schämen Sie sich, kann man da eigentlich nur sagen. Und das mag Ihnen als AfD vollkommen egal sein, was anständige Menschen von Ihnen halten, aber den gigantischen Schaden, der durch Spionage unserem Land entsteht, Unternehmen entsteht, Arbeitsplätze kostet, den verursachen nicht zuletzt Sie mit solchen Aktionen. Und das nehmen Sie billigend in Kauf. In diesem Haus vom Volk gewählte Vertreter haben, die sitzen und sich treu doof, ohne mit der Wimper zu zucken, zum nützlichen Idioten von Autokraten machen, dann müssen wir das hier bei jeder Gelegenheit ansprechen. Vielen Dank. Unsere Demokratie, sie ist bedroht von außen, durch China, Russland, autokratische Regime, die unsere offene Gesellschaft verachten. Aber sie ist eben auch bedroht von innen, von Parteien, die nicht die Interessen Deutschlands vertreten, sondern die Interessen Deutschlands gefährden, die Interessen Deutschlands verraten. Und so eine Partei ist die AfD, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Bedrohungen von außen und die Bedrohungen von innen, sie haben auch eng miteinander zu tun. Denn sie stehen in einer tragischen Wahlverwandtschaft, die getrieben ist durch eine Verachtung der offenen Gesellschaft. In Peking, in Moskau und im Kern der AfD, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen muss man es so deutlich sagen. Während autokratische Regime unser Land mit Desinformationskampagnen angreifen, da macht sich die AfD zum Helfer dieser Länder. Einige von ihnen offensichtlich als Täter, andere von ihnen offensichtlich, Russlandfreunde aufgepasst, im besten Sinne Lenins, im Sinne nützlicher Idioten. Das ist das System AfD, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und genau dazwischen changiert ja der Maximilian Krah, Täter oder nützlicher Idiot. Europa neu denken. Das ist kein positives Neudenken, sondern das ist Europa alt- und geschichtsvergessen denken. Raus aus der freien westlichen Welt, gegen die offene Gesellschaft, Büttel von Autokraten, und dem stellen wir uns entgegen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wer sich auf Autokratien bettet, der wacht in Untersuchungshaft auf. Das ist die Realität eines wehrhaften Rechtsstaates. Und ich sage das in aller Klarheit, AfD, das steht für Abstieg für Deutschland. Sie sind das Unpatriotischste, was dieses Parlament zu bieten hat. Echte Patrioten, die dienen ihrem Land und den Interessen des Vaterlandes, und die verraten es nicht. Das ist ihr System, und dafür werden Ihnen die Wähler hoffentlich die Quittung geben. Der nächste Flügel ringt mit dem dritten Flügel
Das ist die Frage, ob man sich eher an Russland verkauft gegen Rubel oder an Yuan in China. Meine Damen und Herren, das ist kein Witz, das ist die Alternative für Deutschland oder es ist der Ausverkauf für Deutschland, die Alternative für Diktatoren. Und damit beschäftigen wir uns heute unfassbar. Sie sind derjenige, die der Feind der Demokratie sind. Sie sind diejenigen, die sich gemein machen mit Diktatoren wie Assad. Sie lassen sich Reisen bezahlen. Sie zeigen an, dass die Wahlen ordnungsgemäß abgelaufen sind. Sie nehmen sich zur Kenntnis, dass Menschen in Diktaturen wie in Russland ermordet werden. Sie applaudieren Putin, wenn die Ukraine überfallen wird. Sie sehen, dass Blut in Strömen in Syrien fließen. Sie sehen Millionen von Geflüchteten nach Europa kommen, nur weil es ein zynisches Experiment ist, wie sehr man Demokratien unter Druck setzen kann mit dem Leid von Menschen. Es ist verachtenswert, was Sie hier im Plenum zeigen. Und liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, niemand kann sagen, er hat es nicht gewusst. Es sind Ermittlungsverfahren, es sind öffentliche Vorwürfe, die nachher in Urteilen und Gerichtsverfahren münden. Sie urteilen darüber und diese Urteile haben Bestandskraft. Das ist kein Betriebsunfall bei der AfD. Es ist Vorsatz, es ist Strategie. Es hat stattgefunden, es wird wieder stattfinden. Das ist unser Auftrag, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Sie den Schneid haben, sich hier in dieses Plenum zu setzen, so offen, so zu grinsen, und so zu tun, als ob das all nicht in unserem Land stattgefunden hat. Und wie dramatisch ist es, dass im Inneren die Demokratie nicht zusammenrückt, sondern Brunnen vergiftet werden, dass das Volk gespalten werden soll entlang rassischer Merkmale in gute Deutsche, in schlechte Deutsche, indem Potsdamer Wannsee-Konferenzen wiederholt werden, all das im Jahr 2024. Wir werden Erkenntnisse teilen. Sie schämen sich dafür noch nicht einmal, weil Sie es wollen im Inneren. Sie grenzen sich nicht ab, nicht weil es technische Prozesse sind, weil Sie nicht in der Lage sind, Herrn Graf von einer Liste zu bekommen oder Herrn Büstrom zu verurteilen darüber, dass er Geld angenommen hat. Nein, im Kern, im Inneren, Sie wollen es. Sie wollen das Monster schaffen, das diese Republik zum Scheitern bringt. Und wir werden stärker sein. Wir werden stärker sein. Und wir werden diesen Rechtsstaat und diese Demokratie immer verteidigen. Die AfD agiert gegen Deutschland. Die AfD ist Handlanger für ausländische Diktatoren. Die AfD ist keine Alternative für Deutschland. Sie beschreiben sich hier als die Demokraten oder Patrioten, aber dabei kann sich Ihr Spitzenpersonal oder sollte man besser sagen Spitzelpersonal noch nicht mal entscheiden, für welchen Diktator es jetzt die größten Sympathien hat, meine Damen und Herren. Sie sind nicht die Opfer, Sie sind Täter, Sie sind Brandstifter, meine Damen und Herren. Sie agieren in jeder Hinsicht gegen Deutschland und gegen die Menschen in diesem Land. Und man kann gar nicht oft genug sagen, wie widerlich diese Deportationsfantasien sind, meine Damen und Herren. Die AfD sitzt hier und arbeitet entweder gar nicht oder für fremde Mächte. Das ist eine Gefahr für die Sicherheit Deutschlands. Und werden wir hier mal konkret zum Fall Büstrom, wenn sich ein AfD-Bundestagsabgeordneter kaufen lässt, um als Komplize Putins hier russische Interessen durchzusetzen, um Kriegspropaganda zu verbreiten, gefährdet das eindeutig die Sicherheit Deutschlands. Und auch zum immer wiederkehrenden Fall Höcke. Wenn sich der AfD-Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag absichtlich, das ist kein Vergessen, wenn er absichtlich die Rhetorik der SA und Hitlers nutzt, wenn er den rechten Terrormob aufmiegelt, gefährdet das immer wieder die Sicherheit Deutschlands, meine Damen und Herren. Und natürlich zum Fall Kra, wenn ein AfD-Europaabgeordneter einen chinesischen Spion als seinen engsten Mitarbeiter einstellt, wenn er jahrelang im EU-Parlament nicht nur für China lobbyiert, sondern auch immer wieder im Sinne Chinas abstimmt, gefährdet das die Sicherheit Deutschlands. Und wen wundert es denn dann noch, dass gerade gestern, diesmal war es die Staatsanwaltschaft Dresden, zwei neue Vorermittlungen gegen Herrn Kra gestartet hat zu Zahlungen aus Russland und China. Das, meine Damen und Herren, das ist der Verrat an unseren Interessen und Werten. Und es reicht nicht, wenn die AfD-Spitze jetzt heuchlerisch versucht, ihren Spitzenmann im Europawahlkampf zu verstecken. So jemand hat in einem Parlament, so jemand hat in politischer Verantwortung nichts zu suchen. Wer gegen das eigene Land spioniert, der muss zur Rechenschaft gezogen werden. Meine Damen und Herren, die AfD wütet gegen unsere Freiheit, gegen unsere Demokratie.
gegen unsere Menschenrechte. Die Schlussfolgerung daraus ist meines Erachtens ganz einfach. Die AfD hasst Deutschland und will unserem Land schaden. Aber seien Sie sich sicher, der Rechtsstaat, der wird sich um die Kriminellen, um die spionierenden AfDler kümmern.